So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Pupöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen kurzen Projekt von mir. Ich hätte voll Bock und hab mir gedacht, ich mach mal das ein oder andere. Das ein oder andere Spiel und hat einfach mal richtig Bock auf Snowboard Kids. Vor allem, da ich, gerne ein kurzes Spiel machen würde, ja, was man so ein bisschen durchspielt. Wir spielen hier No Data, ja, Start. So, benutzen wir Select Your Character. Wir können. Wie in meinem Angezockt schon mal gesagt, aber ich habe richtig Bock drauf. Natürlich keine Webcam. Oben sieht man auch den Controller mit originalgetreuer Controller-Layout. Natürlich einfach alles mal Dingsbums. Alle Tasten funktionieren, nur das Steuerkreuz funktioniert leider nicht. Einfach weil die Software da Probleme hat. So, Webcam habe ich wie gesagt mal ausgemacht, weil ich keine Lust drauf hatte. Warte mal, wen habe ich denn jetzt genommen als... Nee, wir können den Splash nehmen, die Nancy, den Jam, die Linda oder den Tommy. Tommy ist ein etwas kräftigerer Kerl, dafür hat er ziemlich viel Speed, ist aber was Lenkung und Trick, also Stunts angeht, nicht so gut. Die Linda ist von allem so halb. Hat aber auch 2,5 Sterne auf Speed, ist recht schnell. Der Jam ist nicht ganz so schnell, hat aber dafür eine gute Steuerung und ist mit Stunts ganz gut. Die Nancy ist relativ langsam, aber dafür hat sie mit Beschleunigung, Corner und ist von mit anderem ganz gut. Der Slash ist eigentlich so ein Allrounder. Nehmen wir erstmal den Slash, das war persönlich auch mein Liebling. Wie gesagt, ich mag Snowboard Kids einfach, richtig genial. Und habe halt wirklich mal Lust auf so einen kurzen, auf so ein kurzes Zwischendurch-Let's Play, was dann auf meinem Kanal kommt, weil ich weiß, ich müsste Bioshock wieder aufnehmen, aber so richtig Lust auf diesen Schinken habe ich jetzt großartig nicht. Und ich bin auch so ein bisschen von diesen alten Spielen getriggert, weil ich ja mit dem Sluxy dieses Super Mario gespielt habe. Und ja, solche Sachen. So, wir können am Anfang noch nicht viel machen, deswegen werde ich das Let's Play, das wird... Kein 100%, ich versuch's zumindest. Wir können uns hier verschiedene Boards aussuchen. Freestyle, All Around oder Alpine. Freestyle ist natürlich nicht ganz so schnell. Ist dafür mit Trickgeschiss halt ganz gut. All Around ist halt wie gesagt so ein Allrounder. Der würde zu uns ganz gut passen. Wir können die auch bis zu Level 3 aufwerten. Kostet ein bisschen Kohle. Kohle kriegen wir, indem wir Rennen fahren. So, Alpine hat es halt wirklich der Speedboat, deswegen nehme ich erstmal ein Allround, um reinzukommen. Level 2 und Level 3 müssen wir uns, wie gesagt, freikaufen. Rookie Mountain. Für etwaige Grafikfehler bin ich nicht verantwortlich. Ready? Go! So, los geht's. Entschuldigt für die alte Grafik, aber wie gesagt, Super Nintendo ist halt so, wie es ist. Ich habe voll Bock drauf. So, mit dem Z-Knopf können wir, wie gesagt, wir können verschiedene Modifikationen aufrufen. Und die blauen sind Items und die roten sind halt Schusssachen. So, die Items können wir mit B ab auf die Strecke legen und die Schusssachen... Ah, entschuldigt. Die Schusssachen können wir mit dem Z-Knopf einfach mal hier rumballern. Natürlich nur, wenn die vor uns sind. Der Eisklotz ist an sich ganz gut. Das sieht man schon. So, im Tricken ist der Tommy nicht ganz so gut, der kleine Dickmann. Aber dafür ist er schneller als ich. Das bedeutet, es wird ein richtiger, wenn ich den nicht downhaue. Ja, da hat er es verkackt. Da, wenn da zu viele auf einmal in den Lift wollen, dann gibt es da Probleme. So, man kann auch so ein bisschen tricksen. Das bedeutet, wenn man A drückt, kann man nochmal rumspringen. So ungefähr, aber... Ah, Mist! Ich habe jetzt einen Geist bekommen. Der Geist bedeutet, dass ich langsam bin. Ja, komm, ist klar. So, ich brauche ein Item. So, jetzt kann ich die Leute erstmal
Die Nancy ist ja so... Oh, wo kam die denn auf einmal her? Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, wenn wir die Nancy jetzt nicht langsam kriegen, dann wird das nichts mehr. Also, man sagt, der beste Schuss ist der Fall... Oh ja! Bester Trick ist halt der Fallschirm. So, die Nancy ist jetzt schon oben. Ich werde gleich mit einem Geist... Super! Der mit der weißen Kappe, ich weiß jetzt, der Jam, der hat jetzt die Münzen geworfen und im richtigen Moment hat er sie geklatscht. Die Nancy ist langsam geworden, das bedeutet, wir kriegen die sogar noch. Die olle Zippe im Bunny-Kleid. Hoffe ich zumindest. Habe ich sie getroffen? Ja, super. Oh, das hat mir gerade richtig den Arsch gerettet. Ja, das kann auch, wenn man es einigermaßen gut kann, kann es random sein. Ich guck mal, wie ich das mache, ob ich jedes Rennen vielleicht positioniere oder so. Wird ein wirklich kurzes Spiel, das ist halt nur so ein Rennspiel. Ich weiß allerdings nicht, ob ich... Wenn wir den Geist einsetzen, obwohl wir Dingsbums sind... Die Bomben sind immer ganz gefährlich, weil die haben nämlich einen Explosionsradius. Das mache ich immer ganz gerne, damit treffe ich immer 100% den Arsch. Yes! Perfekt! Super! Die Bomben sind nämlich immer ganz gefährlich, weil die nämlich einen Explosionsradius haben. Und da kann es sein, wenn einer vor dir steht, dass du da selbst reinfällst. Siehst du? Und deswegen verschieße ich immer ganz gerne, ganz schnell. So, ich versuche hier auch die Extras so ein bisschen mitzunehmen, so gut ich halt kann, um zu gucken. Naja, so ein richtiges 100% Run wird's nicht, weil ich das Spiel, glaube ich, nicht ganz so gut kenne. Was ich eben noch sagen wollte, egal wie gut man es kann, wegen den ganzen Items und allem drum und dran, kann es immer mal passieren, dass du trotzdem... Oh, du Ratte. Jetzt hau ich dich weg. So, dafür ist es noch gut genug. Egal wie gut man es kann immer passieren, dass man trotzdem verliert. So, gerade am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig. Die Bombe habe ich jetzt klug eingesetzt. Die Schneemänner halten sich auch so an Grenzen. Man kriegt auch Kohle, indem man die Tricks benutzt. Und man kriegt einen festen Bestandteil, wenn man... Ha, 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 ha. Gekriegt. Und gerade nochmal. Jetzt ist er... Oh, das ist gemein. Also Multiplayer sind da auch schon einige Freundschaften runtergekommen. Jo, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Oh, gerade so gekriegt. Ob ich das vielleicht einfach so setze, dass ich sage, ich mache das fertig und lade es dann Stück für Stück hoch oder ich lade es halt hoch und gucke, wie es bei euch ankommt. Obwohl sich alle Sachen, die, weil, obwohl meine Spiele ja jetzt eher gamebezogen sind. Aber wie gesagt, ich habe halt mit dem Layout und dem ganzen Kram richtig Bock, auch mit den ganzen technischen Spielereien. Und wenn jemand Bock hat, irgendwie auf meinem Kanal erwähnt zu werden, dann haue ich da noch so ein kleines Overlay raus. Dann kann man das auch noch machen, aber wie gesagt, vielleicht Top-Kommentare oder sowas, dass da jemand erwähnt wird. Aber Top-Kommentare hält sich ja auch in Grenzen. So, das nehme ich mal. Wer weiß, was da noch kommt. Super, gerade so, es war aber knapp. Freut mich. Ja, erster Platz 3000 und die Münzen, die wir im Game halt gesammelt haben, werden jetzt dazu gerechnet und insgesamt haben wir 5678 Geld oder Gold oder was weiß ich bekommen. Super. Ihr könnt natürlich ja auch reinschreiben, hier Time Attack, Board Shop, Skill Game, ist eigentlich auch alles ganz geil, Battle Race. Ich werde jetzt erstmal in den Board Shop gehen. Welcome. Jo, Change Board Color ist eigentlich relativ egal, weil man da nicht so viel Auswahl hat. Wir können jetzt hier dementsprechende Boards kaufen, all around. Level 1 ausverkauft, weil wir es schon besitzen. Level 2 kostet 10.000, nee, brauchen wir nicht. Freestyle kostet 12.000, brauchen wir auch nicht. Wir können uns noch nichts leisten. So, was man natürlich machen könnte, ist in den anderen Modis ein bisschen... Skill Game, was gibt's denn hier so Feines? So, es gibt Speed Game. Da müssen wir Collect Speed Fans to get the fastest time. Shoot Game, Trick Game. Ach komm, hauen wir das mal durch. Und drei Stück können wir setzen. Okay, Difficult 1, 2 und
Okay, gibt's das nur mit diesen drei? Speedfan 10, 20, Time 2,5 Minuten, 1 Minute. So, erster Platz ist 36 Sekunden. Wir müssen diese Sekunden schlagen, dann haben wir es eigentlich durch. Da nehme ich gerne das Alpine. Ich gucke einfach mal. Ich teste es mal aus. Ich teste mal alle so ein bisschen aus. Wir haben hier keine Gegner. Wir haben hier nur hier von diesen... hier diese Ventilatoren, die uns ans Board geheftet werden. Ja, das sieht man schon. Das ist ein bisschen tricky mit dem Board. Weil hier kannst du nicht alles treffen. Vor allem, wenn du Speed hast, bist du halt richtig schnell. Bringt halt nur nichts. So, wir müssen 10 Stück, glaube ich, einfangen. Oh, das wird eklig. Fünf von 10. Ich weiß nicht, ob das was zählt, ob wir wirklich alle 10 sammeln müssen, aber wir haben die Zeit geschafft. Das war mir jetzt erstmal wichtig. Na gut, 10 pro Speedfan. Complete Bonus, auch nur die Hälfte. Macht aber nichts. Also zählt nur vom Geld was. Das macht ja nichts, da kann ich auch zwischendurch nochmal ein normales Dings muss machen. Ja, das Speed Game gefällt mir eigentlich ganz gut. Hauen wir es einfach mal durch. Oh, 2 Minuten. Wir müssen unter 1 Minute 58 Sekunden kommen. Das wird ein Spaß. Wie gesagt, Facecam habe ich mal ausgesetzt. Weil ich die hier nicht brauchte. Komm schon. Für die Leute, was ich halt wie, wo drücke. Dafür habe ich dieses Controller-Layout, dieses Programm. So, hier müssen wir 20 sammeln, um den kompletten Bonus zu kriegen. Ich versuch's einfach mal. So, jetzt. So, wenn du lang genug A drückst und er dieses Yay macht, kriegst du einen kleinen Speed-Bonus für ein paar Sekunden. Von daher, das habe ich auch sehr, sehr spät erst herausgefunden. Also im normalen Gameplay habe ich das nicht herausgefunden. Also von daher. Und ein Trick. Oh, ich wollte als Kind so gerne Snowboard fahren. Will ich immer noch. Also Urlaub, Alpen, Snowboard. Bin ich voll dabei. Auch gerne mit vielen, vielen Leuten. Aber es ist nicht billig. Oh, knapp. Ich habe den Speeder jetzt bewusst nicht geholt. Da muss ich jetzt... Oh, shit. Also wie gesagt, Wintersport bin ich überhaupt nicht so der Skityp. Für mich persönlich, also Respekt an die Skifahrer und alles, das gucke ich auch ganz gerne bei Winterolympiaden. Aber so, wenn es da danach gehen würde, was mir so am liebsten, was ich zuerst ausprobieren würde, direkt Snowboard, nichts anderes. Ah, komm schon. Wir müssen uns beeilen. Warum gibt es hier kein Turbo? Mist, da habe ich es verkackt. Jo. Ich versuche jetzt einfach nur die Zeit zu kriegen, ja. 11 von... Mist. War nicht so klug, aber immerhin. Schaffe ich es? Oh, das wird ein knappes Ding. 58 müssen wir schaffen. Da war ins Ziel gestolpert. Oh, geil. Das war eine coole Sache. Ich habe eigentlich relativ viele N64-Titel gespielt. Nur erinnere ich mich nur dunkel an manche. Ja, hier können wir ordentlich Kohle machen. Haben ersten Platz belegt. Super. Boah. So, machen wir das letzte noch. Und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen. So, Platz 1 ist auch, glaube ich, wieder 1,58. Ne?
So, wenn du es richtig timest, kriegst du am Anfang so einen kleinen Start. Das ist wie bei Mario Kart 64. Allerdings ist das hier, glaube ich, ein bisschen schwerer. Und nicht ganz so extrem. Aber Mario Kart 64, ich weiß nicht, das macht halt alleine keinen Spaß. Von daher, wie gesagt, ich habe das angeteasert. Auf meinem, hier meiner Spiele-Odyssee. Das war's aber auch schon. So, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel diese Fans jetzt gegeben haben, aber ich glaube wirklich nur... Ah, wie gesagt, es geht nur um die Kohle. Bei den Fans, also von daher ist mir eher wichtig, dass ich Platz 1 hole. Ich glaube, hier gibt es sogar irgendwo einen Schneemann. Ah, die Pinguine sind schon cool, ne? Mist! Dafür habe ich einen Stun hingekriegt. Ja, super. Hier unten kannst du, hier unten bei dem Wasser kannst du theoretisch grinden, wenn du es richtig machst. Habe ich nie hingekriegt. Vorführeffekt, das Let's Play steht, das kurze Let's Play steht unter einem guten Stern. Ich habe das normalerweise nie hingekriegt, ich schwör's. Ah, Mist. Hier steht normalerweise im richtigen Dingsbums ein Schneemann, der klatscht euch hier Schneebälle um, Schneemannschüsse um die Ohren. Oha, die Steine könnten gefährlich werden. Bloß nicht reinfallen. Splash. Komm schon, du hast ein Turbo, das passt. Wenn du ohne Turbo hier einfach so drüber jumpst, dann kann es nämlich passieren. Boah. Und dass du ins Wasser fällst, dann ist der ganze Käse nämlich hier auch für die Katz. Wir sind gut in der Zeit. Habe ich so das Gefühl, wir kriegen auch relativ viele von den Turbos. Den muss ich jetzt kriegen. Ah, wenn ich den nicht treffe, habe ich echt... Bin noch nicht betrunken. Von daher... Puh. Da unten ist das Goal. Ah, Mist. So, nochmal einen kleinen Tricky Mickey geholt. Super. Fast 1.14. Laptime. Wir sind, nee, Platz 1. Oh, super, wir hätten uns ein bisschen mehr Zeit lassen können. Nee, es lief gefühlt ganz gut. Super. Jo. Das war's. Ich will mal gucken, wie lange wir überhaupt schon aufnehmen. Ja, 17 Minuten, das passt. Ach, weißt du was, drauf geschissen. Ich zock jetzt einfach so lange, wie ich Bock habe. Und schneide das dann einfach zurecht. Da mache ich das so wie in Bioshock. Da kann natürlich dann auch passieren, dass mittendrin vielleicht... Freestyle. Hier bei dem nehme ich ganz gerne den Freestyle. Guck ich einfach mal, wie es mit dem Schnitt passt. Hier haben wir... Können wir hier so rumschießen wie wild. Wir können aber nur eine gewisse Anzahl an Patronen halt... nachladen. Wir müssen 30 Schneemann. Da versuche ich es wirklich komplett zu machen, weil es hier wirklich schon cool. Mist. Habe ich schon verkackt. Ah, Mist, habe ich schon wieder einen verkackt. Oh, Mist. Also ich bin echt froh, dass ich hier das Freestyle genommen habe. Aber ah, Mist. Ah. Ah ja, Hauptsache ich schaffe die 30. Schaffe ich die? Nee, schaffe ich nicht. Retry. Ready? Also die 30 sollte ich schon schaffen. Ich werde jetzt hier auch keinen Bonus oder so holen, weil hier geht es echt nicht nach Zeit. Also wir haben schon ein gewisses Zeitfenster. Wir können uns da nicht ewig Zeit nehmen. Aber... schwierig hier mit diesem Dingsbums zu zielen. Die Zeit ist aber, sollte eigentlich ausreichend sein. Trick Game wird cool. Sieht jetzt schon mal besser aus. Ich habe wieder zwei verkackt, aber wie gesagt, es geht um die 30. Ist das überhaupt möglich? Wo habe ich denn drei verkackt?
einmal probiere es noch. Also alle guten Dinge sind drei, ansonsten nehme ich das Beste, was ich halt kriegen kann. Ready? Also am Anfang natürlich hier zu verkacken, das ist natürlich übel. Ansonsten muss ich zu... Oh. Gesagt, getan. Und... zwei verschissen. Also es ist echt schwierig mit dem Controller. Ihr seht's am Layout, der ist hier extrem am Abspasten. Bei solchen Spielen ist dieses Layout vielleicht gar nicht mal schlecht. Dass man halt mal guckt, okay, was macht denn gerade meine Hand da so gerade? Gibt er sich Mühe oder macht er Scheiße? Der war schön. Also dafür, dass ich am Anfang die zwei verkackt habe, läuft es eigentlich gar nicht mal schlecht. Mist. Ah, 26. Ich guck mal, ob es für den ersten Platz reicht. Ansonsten habe ich... Oh, Shoot Game ist natürlich echt übel. Ja, super. Das geht noch für den ersten Platz. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt ruhmensreich, aber komm, 40 Hits muss ich machen. Gut, habe ich aber Glück gehabt. Freestyle. Wie gesagt, Freestyle, das langsamste Board, passt eigentlich ganz gut, ready? Wenn man... Go! Ein super Klassiker. Auf jeder Party darf das Ding nicht fehlen. Mal gucken, vielleicht bestelle ich mir demnächst ein paar Controller, obwohl von den Jungs hat bestimmt so eine noch so ein Teil zu Hause. Weil es ist hier auf, für alte Zockerpartys. Ach, das hätte ich noch kriegen können. Ist auch immer schwierig zu entscheiden. Ja, es ist jetzt keine Call of Duty Grafik. Zielgenauigkeit, aber ich gebe mein Bestes. Die Schüsse! Oh, das war dumm. Oh, scheiße. Yo, 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 yo. Boah, davon schön habe ich ein paar mitgenommen, aber nicht alle. War das hier, wo der Schneemann schießt? Bin mir nicht... Doch, doch, stimmt. Das war ja eben beim Speed Attack. Ja, der steht natürlich genau in dem Kreis der Sonne, die ich abgeschossen habe, die nicht von den Strahlen getroffen wird. Na, komm schon. Bin mir mal überlegen, ob ich vielleicht mal ein Chantel-Let's Play machen soll. Das ist auch so... Ich finde halt so kleine Projekte viel geiler, weil die echt besser bei der Stange, halten. Als so Riesenprojekte. Weil die fangen alle spontan super an, aber klimmen so Stück für Stück nach der Zeit ab. Von daher ist es immer ein bisschen... Ah, den habe ich noch von Weitem getroffen. Super. Vier Stück, 40 muss ich treffen, ne? Mindestens. Also 41 sollte ich treffen. Für Platz 1. Das bedeutet noch 4 Stück mindestens. Mehr ist natürlich immer gut. Treffe ich? Ja, den treffe ich. Super. So, hier um die Ecke steht keiner. Das wäre auch gemein. 2 Stück. Komm schon, 2 Stück noch. Kann doch nicht so extrem verkackt haben. Ja, den treffe ich. Den treffe ich. Den treffe ich. Komm, da treffen mehr. Ach nee. Der frisst ja nur einen. Gut. Ernsthaft. Naja. Auf jeden Fall mehr als ich für den ersten Platz benötige. Alles andere ist halt nice to have, aber brauche ich nicht. Ah, 47. Hier unten sind noch ein paar. Die versuche ich alle wegzuhauen. Wenn jetzt alle verkacken, habe ich... Nein! Nein! Ha!
Oh, den habe ich aber noch gut gerettet. Naja, 52 von 60 ist akzeptabel. Mehr als 5 Sechstel, das ist in Ordnung. So, ich muss mal noch was zu trinken holen und noch einen Bonbon in die Schnute nehmen. Dann habe ich nicht ganz so ein Dingsbums und meine Schleimnöse will ich nicht vergessen. Ich bin nur noch ein bisschen erkältet. Wisst ihr ja von den Streams. Oh, jetzt habe ich vergessen, das zu skippen. So, Snowman 60, Sunset Rock. Hatte ich das oder nee? Ich hatte nur Big Snowman. Genau. So, natürlich nehme ich da weiterhin das Freestyle. Ready? Go! Komm schon! Immer mal zwei geschossen, wer weiß, wer dahinter steht. Oha, das wird richtig Skill. Oh, oh, komm schon. Ich versuche, aber so langsam komme ich in die Steuerung rein, wie ihr merkt. Was zum Geier? Was sollte das denn? Ja, American Style, ne? Schieß so viel, Hauptsache ich treffe. Ah, viel zu viel verkackt. Wow. Der war gemein. Dafür gibt's ein... Bam, der war schön. War aber ein bisschen random. Finde ich cool, Schneemänner-Ball an. Wunderbar. So, wunderbar. Und nochmal geschossen. Da steht das. Oh, das ist. Noch nur drei getroffen, obwohl ich von beiden auf beide Seiten. Ah, ich wollte da so viel mitnehmen wie möglich. Also Respekt an die Leute, die das 100% schaffen oder geschafft haben. Ihr habt meinen vollsten Respekt dadurch. Na komm schon, auf. Ja, super. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich treffen muss. Ich glaube auch wieder nur 40. Also die haben da schon gerechnet, dass man nicht 100% treffen muss, wenn es überhaupt möglich ist. Oh, schön. So, nächster. Ja, Speedrennen ist eher so meins, das merkt man. Aber 45 von 60 ist vielleicht... Ja, beim letzten Mal hatte ich mehr... Aber wer weiß, was da noch kommt. Beim letzten Mal hatten wir 52. Boah, boah, das war gemein. Den dahin zu platzieren, ist richtig mies, ey. Boah, dass ich den noch gekriegt habe, das war Glück. Schon wieder so ein gemeine Sau. Ja, damals die Spieleentwickler waren auch schon gemein. Aber okay. Wir haben es ja noch geschafft. Wie nur einer. Ich dachte, da wären noch ein paar. Naja, 51. Wir haben uns um einen Punkt verschlechtert. Auf einer anderen Map, aber... Wir sollten es geschafft haben. Komplettbonus. Jo. Ja, super. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Jetzt kommt's. Videoantwort unter das Kommentar. Unter das Dingsbums. Oh, Trick Game wird krass. Das ist hier ein bisschen anders. Wir brauchen 400 Punkte insgesamt. Da habe ich es total verkackt am Anfang. Weil ich dachte, die 400 Punkte müssen wir an dieser Rampe hier machen. Ready? Go! Wir haben insgesamt 3 Minuten.
Das kann natürlich passieren. So, hier muss ich ein paar Punkte machen. Wenn wir hinfallen, haut das um. Ich habe 400 Punkte, ne? So, mach ich mal 200 Punkte hier hin. Eine Minute, das passt schon. Boy. 15 Tricks, das ist gut. Na komm schon. So, ich hoffe, dass ich es noch hinkriege. Nur wie nur 15 Punkte für einen Doppeltrick. Das ist ja gemein. Ich schaff das doch nie, ey. Also wenn du das nicht hinkriegst, bist du am Arsch. Nee, das musst du nochmal neu versuchen. Aber das ist ja gemein. Also da muss ich mindestens 300 schaffen. Ich brauche auf jeden Fall einen Retry. Platz 1 sollte Minimum drin sein, selbst im Trick-Game. Animal Island. Das ist doch super. Freestyle. Ready? Go! So, erstmal ein bisschen Schwung kriegen. Hier will ich gar nicht großartig Dingsbums verschleudern. Tempo. Gleich los geht's. Ohne auf die Schnauze fallen oder sonst was. Ah, wunderbar. Das war ein guter Start. Ja, das klappt nicht. Dann mach nochmal ein Retreat. Also hier schräg macht er halt so einen Doppelsprung, der gibt, glaube ich, 15 Punkte. Und wenn du nur den Control-Stick nach oben oder nach unten drückst, macht er halt dementsprechende Saltos. Und hier kannst du, glaube ich, nur mit einem Rückwärtssalto genug Speed kriegen, dass er den durchsetzt. Deswegen wird es jetzt relativ langweilig. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ah, auf. Ich bin jetzt ein bisschen stiller, weil ich mich konzentrieren muss. Weil ich will nämlich nicht hinfallen. Also mindestens 300. Wir haben ja noch mehr als genug Zeit. Von daher kann ich ruhig bis eine Minute rumeiern. Also Punkte an sich haben wir ja genug, ja. Hier mal 29 ist nicht wenig. Das Problem ist halt, ich muss mich darauf vorbereiten, weil ich diesen Dingsbums-Trick nicht hinkriege. Diesen Grind-Trick.
Wenn man das Grinden super hinkriegt, ja, man muss da genau in die Mitte drauf springen, dann kriegt man das wunderbar hin. Trick 1 Punkt. Ah, das war langweilig. Macht aber nichts. Wir haben alles, was wir brauchen. Oh, du. Wie konnte ich den denn verkacken? Oh, scheiße. Oh, das ist ärgerlich. Na gut, macht aber nichts. Ja, ja. Oh. Punkte einfach mal verdoppelt. Also, wenn du das hinkriegst, wenn du das sicher hinkriegst, kannst du den, musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Aber oh, super. 800 Punkte. Wow. Einfach mal verdoppelt. Oh, super, duper. Jo, Trick-Gain haben wir gemacht. Jo, haben alles. Dann könnten wir mit dem normalen Race weiter starten. Ich will aber nochmal in den Boardshop. Welcome. Und zwar würde ich gerne mir erstmal das Alpine kaufen. So, kann ich mir das Level 3er schon holen? Oder gibt es da nur zwei Level? Ich bin mir da gar nicht. Boah, 20.000. Ist natürlich eine Menge. Ich hole mir erstmal das Alpine. Jo. Erster Preis 3600. Preisrekord. Ach so, ja, okay. So. Nehme ich mal das da. Stufe 2. Big Snowman. Na komm schon, komm schon, komm, komm, komm. Go! Und los geht's. Haha, schluckt Staub, ihr Pisser. So, wen haben wir denn hier als Gegner? Die Linda, die könnte gefährlich werden, genauso wie wie der Tommy. Von daher muss ich versuchen mitzunehmen, was geht. Ja, das war nicht lang genug. Also, wenn du... Oh, du dicker Sack. Schluck das. Wenn du nicht genug Kohle hast und du gegen so ein Ding fährst, dann sagt der Arschlecken. Und dann kannst du nichts machen. Dann fällst du wie ein nasser Stein einfach, als würdest du gegen eine Mauer fahren. Also um. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Ich habe erst gedacht, also als Kind hatte ich gedacht, diese Bäume haben Gesichter. Dabei ist es einfach nur Schnee. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Gesicht von der Seite oder so. Aber, jo. Na, ich mit meiner kindlichen Fantasie dachte so, die haben die Bäume mit Schnee angemalt und irgendwelche... Oh Mann, wer haut denn da diese ganze Zeit diese Taler um die Ecke, ey? Und nochmal. Ey, das ist doch unglaublich. Wer benutzt die denn die ganze Zeit? Kann ich auch mal welche bekommen? Ich meine, ich finde es ja nicht schlecht, das ist der... Ich habe gesagt, die Linda ist diejenige, die gefährlich wird. Super, jetzt bin ich gleich mal einen Schritt nach vorne gegangen, habe so einen leichten Speedboost. Bin aber völlig hilflos. Ein paar Schüsse wären ganz schlecht. Nett. Was haben wir hier? Ah ja, die Bomben. So, jetzt können die Münzen kommen. Ne, ich bin mit meinem Unsichtbar-Bot eigentlich ganz glücklich. Wenn nämlich wieder so ein Dingsbums kommt.
Dann kann ich mich nämlich unsichtbar machen und dann bin ich unverwundbar. Aber die Bomben würde ich gerne austauschen. Ja, die Händchen sind in Ordnung. Die lassen mich eigentlich nur umfallen. Ja, ich wusste's. So, hier kann man immer perfekt einen kleinen Bonus holen, wie man gesehen hat, wie ich das gemacht habe. Sieht man ja am Controller, ja. A gedrückt und fertig. Kann ich natürlich auch noch einstellen, dass es nicht weiß angezeigt wird, sondern anders. Ja, ich vergewaltige gerade meinen Controller. Snowboard Fitting Zone. Alles klar. Ja, wir müssen hier nach links. Scheiße, ich dachte, ich könnte 3 Stück kriegen, aber macht nichts. Super. So, ich bin eigentlich komplett ausgerüstet. Ich will den... Da, Sausäcke. Hast es gesehen? Yo! Olle Zippe. Da hat man ihn eigentlich nochmal richtig schön gesehen. So, ich brauche neue Schüsse, weil scheint hier richtig gut abzugehen. Komm, nehmen wir mal Gold mit, was geht. Ich will natürlich beim ersten Versuch alles beim ersten Mal machen. Ich war ein kleiner Meister in dem Spiel. Ich habe das sehr lange gespielt und hat auch sehr Spaß gemacht. Oh Mann, diese scheiß Münzen! So. Krieg ich dich? Ja. Ey, was sollte das denn? Schluck das. Holle Schabracke, ey. Dich krieg ich noch. Jam, what's up? Dich krieg ich noch. Du nun willst oder nicht. Oh Mann! Also heute, es gibt wirklich nur 2 Runden hier. Aber heute haben sie mich echt gefressen. So, du nimmst das. Ich will natürlich nicht ganz verkacken. Vielleicht kriege ich den gerade nochmal. Oh, super. Und gerade noch einen Stein hingelegt. Na, komm schon. Ja, vielleicht habe ich ja dann noch Glück. Wird knapp. Wird ein knappes Ding. So, jetzt nur noch geradeaus, geradeaus, geradeaus. Das könnte knapp werden, müsste aber genau schicken. Naja. Nicht ganz. Da muss ich doch nochmal eindenken. Aber ich hab... Oh. Puh, super, ich hab's geschafft. Oh, wunderbar. Wunderbar. Oh, wunderbar. Super. Super, ich kann mir das gleich die nächste Stufe Alpine kaufen. Ich würde sagen, ich beende die Aufnahme hier mal und schnippel mir das dann zurecht. Vielleicht mache ich auch nur 2 Parts draus, keine Ahnung. Weil dann gehe ich nochmal kurz auf die Toilette und wir sehen uns dann im nächsten Part, glaube ich. Beim nächsten Mal. Oder ich schnippel. Ach nee, ich schnippel das alles. Nee, ich mache das so, wie es ist. Also bis dahin, macht's gut.